Das ist die Visitenkarte von mir. Für den Fall, dass Sie mir die Kontaktadresse von Jomir schicken würden. Schwierig. Warum gibt es eigentlich bisher keine Soundtrack-Aufnahme mit Ihnen, wo Sie mitspielen? Ja, gute Frage. Das frage ich mich auch. Ich warte eigentlich stündlich darauf, dass John sagt, so, ich habe ein neues Projekt, willst du Geige spielen? Also Scherz beiseite, er schreibt ja gerade Star Wars zu Ende, er hat noch 40 Minuten. 100 Minuten haben sie, glaube ich, schon aufgenommen. Und ja, leider bin ich da nicht Teil von der Filmscore, aber Scherz beiseite. Ich würde bei einem Filmkomponisten, den ich schätze, und auch natürlich bei einem Skript, mit dem ich mich identifizieren kann, sehr gerne, genau wie meine großen Kollegen Jojo Ma oder Perlmann, spielen. David Newman, der Dirigent von Across the Stars, bei dem Konzert in München, der selbst Filmkomponist, der kommt aus einer Filmkomponistenfamilie. Ja. Ist das jetzt ein einmaliger Ausflug oder können wir da mehr erwarten? Ein einmaliger Ausflug schon? Vielleicht. Oder gibt es eine CD, eine Aufnahme mit Musik von den Newmans oder Hörmann? Ja, David Newman hat ja auch sehr viele lustige Filme, auch eher Filme für jüngeres Publikum geschrieben. Fabelhafter Dirigent übrigens auch. Ich habe gerade mit ihm in Tanglewood gearbeitet, da war ja auch John Williams und die andere Hälfte des Konzertes übernommen. Die beiden kennen sich sehr gut und David Newman war der Wunsch von John, der ja selbst, leider ist er ja ein älterer Herr, nicht nach Europa reisen kann und nicht in München dirigieren kann. Aber also mindestens genauso aufregend ist ja die Tatsache, dass er alle dieser Arrangements oder neuen Werke über die epischen Filmthemen, dass er die alle selber geschrieben hat, John Williams. Also das ist schon außergewöhnlich. Also Musik von David Newman ist nicht geplant, aber ich glaube, das letzte Wort in meiner Zusammenarbeit mit John Williams ist noch nicht gefallen. Und was ist mit anderen Komponisten? Ich ablenke von meinem müden Gesicht hier, der grüne Mann. Ja. Was ist mit anderen bekannten Hollywood-Komponisten? Bernstein, Hörmann? Ja, natürlich, aber die leben ja nicht mehr. Also ja nichts. Huch! Ja gut, da können wir natürlich in dem Treasure Chest, Bernard Shaw, können wir natürlich endlose Korngold. Aber gut, das verlinken Sie ja von Korngold, das ich aufgenommen habe, ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine ziemlich raffiniert zusammengeschusterter Höllenritt durch Seahawk. Da sind nämlich wahnsinnig viel, es ist ja eigentlich eine Aneinanderreihe von Filmthemen, die der gute Erich Wolfgang Korngold für den Jascha Heifetz geschrieben hat. Nee, was ich spannend an diesem Projekt mit John Williams auch finde, ist, dass er noch lebt. Dass er eben diese Arrangements selber für mich schreiben kann. Und jetzt nicht ein Fremder, das ist ja so, als ob jetzt ein Fremder eine Mozart-Sinfonie umschreiben würde. Ja, Probleme mit. So ist es mir schon lieber, dass das Yoda-Thema vom Meister selber kommt, jetzt für Geige eben. Als letztes Stück wird in München The Devil Dance aus Die Hexen von Eastwick gespielt. Ja, also die Reihenfolge, die wechseln wir immer wieder mal, aber als eines der Werke, genau. Ja. Weil ich habe mich gewundert, warum nicht das Thema aus Schindlers List? Schindlers Liste werden wir sicher auch spielen, sehr wahrscheinlich auch A Prayer for Peace aus Munich, natürlich, aus gegebenem Anlass, wegen der Örtlichkeit, aber das steht ja nicht auf dem Programm, also weil man Schindlers Liste ja nicht mitten im Programm spielen kann, aber es wird auf jeden Fall zu hören sein. Okay. Cinderella Liberty, ist das mein Lieblingsthema. Also ich finde das so obercool und das ist der einzige der Filme, außer Far and Away, den ich nicht kannte. Das ist ja aus den 70, ich glaube 1973. Genau. Und da habe ich erst Toots Thielemans kennengelernt, diesen Mundharmonikaspieler. Das ist ein absolutes Genie, der mir dann in dem Anlegen des Werkes, so in diesem Jazz-Feeling auch wahnsinnig geholfen hat. Das war übrigens eine Empfehlung von André Previn, der hat zwei Titel uns empfohlen, hat auch zwei Titel arrangiert, hat sie aber dann so wahnsinnig intellektuell arrangiert, dass es 12-Ton war und John dann meinte, vielleicht doch eher nicht und hat sie dann selbst auch umgeschrieben für Geige. Aber Cinderella Liberty war Andres Idee und auch Dracula. Und Weil ich habe mich gewundert, das sind ja zwei Stücke, die sonst nicht im Repertoire sind, wenn wir John Williams Musik hören. Mhm. Und Cinderella Liberty ist auch das einzige Stück so aus den 70er Jahren.
Nein, ich korrigiere Sie ungern, aber Dracula ist auch aus den 70er Jahren. War das so? Ich dachte so Anfang 80er. Aber nee, ich glaube, es fängt an mit Cinderella, dann ist Star Wars 78 und ich glaube 79, also egal. Ja. Aber eines seiner frühen Stücke. Absolut richtig. Ja. Und was ich wissen will, ist, wie kam die Auswahl der Stücke zusammen? Ja. Man hätte auch The Cowboys nehmen können oder noch ältere Sachen von ihm, wo er so mit Jazz angefangen hat. Ja. Ja, er ist ja selber ein fantastischer, auch Jazzpianist, hat ja Klavier studiert, wollte eigentlich an Juilliard School in New York, wollte eigentlich Pianist werden und sein Grund war, aber Komponist wurde, finde ich total cool. Er sagte nämlich, ja, er hat dann irgendwann festgestellt, vielleicht als Pianist doch nicht so gut, versuche ich es mit Komponieren. Also ich persönlich finde Komponieren viel schwerer als Geige spielen, aber egal. Also die Auswahl ist natürlich sehr stark auch von mir motiviert, von den Filmen, die ich kenne von John Williams. Was nicht heißt, dass frühere Filme ich nicht kenne, aber mein Leben mit John Williams begann eigentlich erst 78. Mit Star Wars sozusagen. Ja. Und die Auswahl hat er getroffen, natürlich auch unter dem Parameter, dass das Thema sich für Geige eignen muss. Also der Weiße Hai geht natürlich nicht. Das Superman-Thema würde ich auch furchtbar gern spielen, geht auch nicht. Wird aber im Konzert gespielt am Königsplatz. Was auch nicht geht, was ich liebe, ist Jurassic Park. Wird auch am Königsplatz gespielt. Alles, was so super heroische Blechbläser sind, das kann man eigentlich nicht umsetzen. Manchmal geht es ja wie bei Princess Leia oder Luke and Leia, da sind ja auch heroische Horn, aber eher lyrische Horngedanken und die kann man dann in die Geige verlegen, sozusagen. Gibt es ein Stück, was für Sie eine besondere Herausforderung war? Mhm. Ja, sehr gute Frage. Stilistisch eigentlich so ziemlich alles. Also besonders Cinderella wegen dem Jazzy. Dann fand ich das Duell auch mit seinem Witz. Das ist ja dieses Fechtduell zwischen dem ganz jungen Mann und dem älteren Seebären. Das fand ich noch schwierig. Sabrina in der ganzen Unschuld dieser Frauenfigur ist auch schwierig. Aber wissen Sie, im Prinzip ist es ja eine ganz andere Sprache. Und jeder Komponist bringt logischerweise seinen Charakter mit in der Musik. Und den muss man erstmal erfüllen. Und insofern ist alles, was John Williams da für mich geschrieben hat, neu für mich und war und ist eine große Herausforderung. Macht aber irre Spaß. Das glaube ich. Am 30. August erscheint David Helborgs Playing John Williams und er interpretiert dessen Musik auf dem Piano. Mhm. Ist die Musik von John Williams eher fürs Piano geeignet als für Violine? Na, er hat ja große Klavierthemen auch geschrieben, beispielsweise The Book Thief, eines meiner absoluten Lieblingsfilme. Und erstaunlich, dass John für den Film geschrieben hat, weil er ja eigentlich exklusiv für Steven Spielberg arbeitet seit Jahrzehnten. Der kommt ja zu gar nichts anderem mehr außer Star Wars. Und The Book Thief hat er gemacht, weil er das Buch so toll fand. Drehbuch. Generell kann man das nicht sagen. Nein. Und es sind natürlich nicht Arrangements von John Williams. Also, ha! Die deutsche Grammophon, die veröffentlicht Mitte September eine Deluxe-Version. Mhm. Was ist auf der DVD drauf? Es gibt ein super cooles Interview, das ich alleine führe mit John, und zwar im Screening Room von Steven Spielberg. Wir haben ja in Hollywood aufgenommen und das Kompositionsstudio von John Williams ist direkt neben Steven Spielbergs Office und wir konnten in den Private Screening Room und haben da ein langes Interview geführt. Es sind auch Teile der Session in dem Hollywood Musikstudio, in dem Singing in the Rain, Star Wars, The Wizard of Oz, Harry Potter, you name it, aufgenommen wurden. Also legendärer Raum. Was ist da sonst noch drauf? Auch alle möglichen Sachen mit John Williams halt.